Hallo Christopher Wenzig. Hi. Ich freue mich, dich heute hier bei uns im Dorc TV begrüßen zu dürfen. Wir unterhalten uns gleich nochmal über Unternehmenskultur. Magst du dich vorher kurz vorstellen, was du so gemacht hast, wo du jetzt bist? Mache ich total gerne. Ja, meinen Namen hast du gerade schon genannt. Ja, von Hause aus bin ich Sportwissenschaftler. Ja, und meine Affinität zu psychologischen Themen kommt eigentlich aus der Familie. Meine Eltern haben beide eine psychologische Ausbildung und entsprechend ist es bei uns in der Familie sehr prominent gewesen, Systeme zu analysieren, Menschen zu analysieren, Dinge von allen Seiten zu beleuchten, viele Perspektiven einzunehmen. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das super viel Freude macht und super leicht fällt. Und so habe ich da parallel zu meiner Arbeit im organisierten Sport meine Profession daraus gemacht und habe angefangen, ja, mit Coaching, Mediation und ja, jetzt aktuell mit Unternehmenskultur, also dem systemischen Ansatz der Organisationsentwicklung, ja, mich auf den Weg zu machen, um Menschen und auch Organisationen zu unterstützen, ja, in den Veränderungsprozessen, in denen sie sich gerade befinden. Du hast gesagt, Menschen und Prozesse zu analysieren, Organisationen zu unterstützen und dabei eben den psychologischen Aspekt gebracht. Warum ist der psychologische Aspekt da so wichtig? Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es Veränderungen gibt, dann geht der Weg immer über die Menschen. Ja, ganz aktuell sind wir in mehreren Projekten oder bin ich auch in mehreren Projekten eingebunden, wo tatsächlich das Hemmnis des Mensch, in dem Fall ja, die sich entwickelte Kultur, ja, einfach den Veränderungsprozessen massiv im Wege steht. Und ja, in Kombination mit den großen Anforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, wird es natürlich jetzt gerade für einige Unternehmen echt schwierig, da die Menschen nochmal mit ins Boot zu holen, weil da auch häufig eine sehr große Unzufriedenheit ist. Also da sind Befindlichkeiten an der Tagesordnung und damit gilt es umzugehen. Wenn man es nicht tut, dann wird man aus meiner Sicht nicht vorankommen. Also das ist tatsächlich die Einflugschneise. Das heißt, die Menschen sind der Weg, die Kultur zu verändern in Unternehmen. Die Menschen bestimmen die Kultur in Unternehmen. Ja, definitiv. Also das fängt an mit den Führungskräften, die natürlich eine Kultur vorleben, ihren Mitarbeitenden, die eben auch eine Kultur prägen. Aber genauso sind Mitarbeitende, die schon lange in einer Organisation sind, Menschen, lernende Organisationen, die haben Kultur gelernt, die identifizieren sich hochgradig mit dem, wo sie herkommen. Und somit sind da natürlich kulturell gewachsene Denkbarrieren an der Tagesordnung und die gilt es erstmal zu finden und dann mit ihnen umzugehen. Und ja, da geht man schon so ein bisschen wie so Detektiv durch die Organisation, zusammen mit den Menschen, die in ihnen arbeiten und performen, um erstmal zu gucken, ja, wo sind denn die Pain Points, wo müssen wir denn dran, was macht dich denn unzufrieden oder wo lasst ihr quasi Dinge liegen und wo seid ihr mit angezogener Handbremse unterwegs? Da möchte ich gerne auf den Punkt kulturelle Denkbarrieren eingehen. Kannst du da ein Beispiel für nennen oder auch zwei? Ja, also kulturelle Denkbarrieren, das ist so ein, ja, das klassische Beispiel, was immer rauskommt, wenn es um Kultur geht, ist so das Thema kulturelle Überlieferung. Ich gehe jetzt mal in eine Situation, die jeder kennt, in einer Schulklasse, wo man neu mit dazukommt, hört man als allererstes in der ersten Stunde den Mythos von der Lehrerin, wenn mal da einen Pieps sagt, dann rastet die aus und dann macht die dich zur Sau und da sagst du besser nichts. Und das ist ein eindrückliches Erlebnis. Und so geht es auch vielen Mitarbeitenden, die neu in eine Organisation dazukommen. Die kriegen erstmal mitgeteilt, was man hier nicht macht. Und das sind kulturelle Überlieferungen. Und die haben eine ganz, ganz große Macht, weil wir uns natürlich bewusst gegen eine bestehende Kultur auflehnen müssen, wenn wir das ignorieren, was man uns da mitteilt. Und das zu erkennen und zu sagen, wir wollen doch alle vorankommen, da sind wir diejenigen, die dann auch ein bisschen sensibilisieren und Übersetzungsleistungen initiieren. Das heißt, ihr seid die Menschen, die gegen, das haben wir immer schon gemacht, das macht man hier bei uns nicht so, agieren, ankämpfen.
Ja, mir ist das ganz wichtig, dass wir nicht diejenigen sind, die dagegen agieren, sondern das, was wir machen, wir setzen Impulse, dass Menschen selber erkennen, dass es Dinge gibt, die sie in der Unternehmung und auch persönlich ausbremsen. Und dann steht es jedem Einzelnen frei, das zur Kenntnis zu nehmen und weiter zu machen wie bisher oder die Chance zu ergreifen und zu sagen, okay, mir ist das jetzt bewusst geworden, ich möchte den nächsten Schritt. Und wir wissen ja auch, dass Veränderungen manchmal daran hapern, dass man den nächsten Schritt nicht weiß. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht und ich weiß, dass ich was verändern müsste, aber was ist der nächste Schritt? Und dann kommen wir, wenn wir angefragt werden, natürlich gerne dazu und unterstützen beim nächsten Schritt. Jetzt habt ihr so eine Denkbarriere identifiziert. Und wie macht man dann den nächsten Schritt? Was ist denn der nächste Schritt? Tatsächlich das, was hilft. Ganz konkret, wir sind davon überzeugt, dass die Lösung für das Problem nicht von uns kommt, sondern in der Organisation selber steckt. Und wir versuchen mit zirkulären Fragen, ganz klassische Techniken aus dem Coaching, aus der Mediation, herauszulösen, wo es denn herkommt. Manchmal sind es Glaubenssätze, manchmal sind es Antreiber, die einen in seinem Handeln in Richtungen schubsen, die man gar nicht selber beeinflussen kann. Und erst wenn identifiziert ist, wo ich eigentlich die Energie hernehme, habe ich die Möglichkeit, was perspektivisch zu verändern. Und wir, ja, was ist unsere Rolle? Wir ermutigen dabei, diesen Weg weiterzugehen und sagen, wir sind da und wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an. Aber am liebsten ist uns, wir werden nicht angerufen, weil dann läuft der Laden. Oder man duckt sich weg, aber das gibt es natürlich auch. Da haken wir dann gerne nach. Ja, kannst du es noch für mich noch ein bisschen greifbarer machen, wie ihr diese Schritte in die Wege leitet, was ihr da tut? Also wir haben tatsächlich Netzwerk der Kulturarchitekten ein Workframe, mit dem wir arbeiten. Das ist das sogenannte Culture Board, wo wir versucht haben, diesen Prozess auf einem Blatt zusammenzuführen, damit die Menschen, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, auch so ein bisschen so eine Landkarte bekommen oder so einen Bauplan bekommen, wo die Reise denn hingehen könnte. Weil manchmal weiß man lieber vorher, was auf einen zukommt, bevor man sich auf den Weg macht. Und in Zeiten von Internet, digitalen Bildern, wo man jederzeit darauf zugreifen kann, planen wir ja quasi unsere Events sowieso vom Sofa aus. Und dann ist es gut zu wissen, wenn eine Landkarte mir erklärt, welchen Weg ich zu gehen habe und mich immer wieder zu vergewissern, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass so ein Workframe, wie wir es haben, die Menschen auch ermutigt zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und das ist ein Aspekt, der uns immer ganz wichtig ist. Learning on the job, also das heißt, im Prozess etwas zu lernen und weiterzuentwickeln, ist uns ganz wichtig. Und immer wieder zu hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, fühlt es sich gut an, also da auch immer im Austausch zu sein. Culture Board, eine Landkarte, hast du gerade gesagt. Mhm. Kann ich mir das vorstellen wie ein Wegweiser, ein Navigator hin zu einer neuen Unternehmenskultur? Ja, es zeigt die Stationen auf, die man durchläuft, um etwas zu verändern. Das ist so aufgebaut, dass im Herzen die zentralen Fragestellungen nach dem Purpose der Organisation, nach den Zielen, Future Focus, wo soll die Reise hingehen, und nach den sogenannten Business Needs gestellt wird. Welche unternehmerischen Herausforderungen beschäftigt diese Organisation gerade? So, was sind die größten Herausforderungen der nächsten Jahre? Und wenn dieses Herzstück definiert ist, das wird in der Regel vom Management gemacht, geht es auf die Straße und dann beschäftigen sich die Mitarbeitenden mit der Analyse, wo die sogenannten Pain Points liegen, wo man sich selbst im Weg steht, Strategien, Prozesse einer zukunftsgerichteten Entwicklung im Wege stehen. Und wenn die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, fangen wir an, Ableitungen daraus zu entwickeln. Und das wird sowohl auf der Management-Ebene eine Herausforderung, aber eben schon auf der Mitarbeitenden-Ebene. Und da arbeiten wir mit sogenannten Culture-Hacks. Was ist ein Culture-Hack? Ein Culture-Hack, wir nennen sie liebevoll minimalinvasive Maßnahmen, die Unternehmen, die Unternehmens,
Situation positiv stören. Damit ist gemeint, dass wir Rituale einführen, die die handelnden Akteure immer wieder daran erinnern, dass es sowas wie Kultur gibt und dass es sowas wie Veränderung gibt. Um mal ein Beispiel zu nennen, da gibt es einen schönen Hack aus einer Organisation, wo ich letzte Woche war, der heißt Tell Me Why. Da ist ein Commitment in der Mitarbeiterschaft und in dem Management, dass jederzeit zu jedem Ort gefragt werden kann, erklär mir, warum wir das jetzt tun. Tell me why. Warum machen wir dieses? Warum machen wir jenes? Und das lädt auch Mitarbeitende ein, in Runden mit Führungskräften diese Frage offen zu stellen, wenn man es A nicht verstanden hat und B das Gefühl hat, dass man damit nicht auf dem richtigen Weg geht, ist. Und um sich da nochmal eine Vergewisserung zu holen, lohnt es sich, sich dieser Idee anzuschließen. Das richtig verstanden, dass ihr diese Culture Hacks nutzt, um Kulturveränderungen sichtbar zu machen. Exakt. Also uns ist ganz wichtig, wir fragen dann nach der Analyse auch die Mitarbeitenden, so an welcher Stelle habt ihr denn Manövrierraum, selber was zu initiieren? Ne, also manchmal ist ja so eine Haltung, wir warten mal aufs Management, wenn Führung reagiert, dann geht es uns besser. Viel schöner finden wir, wenn Mitarbeitende wieder handelnde Personen in der Unternehmung werden, also unternehmungslustig oder wieder unternehmungslustig sind und sagen, okay, Problem erkannt, wir reparieren das oder wir gehen es an. Und dazu fragen wir zum Beispiel, wie groß ist euer Manövrierraum auf einer Skala von 0 bis 10? Und wenn da rauskommt, hey, da ist ein relativ großer Manövrierraum für uns da, dann heißt es go for it und dann fangen die Mitarbeitenden an und die Führungskräfte legen nach. Das bedeutet, die ersten Ritualveränderungen oder die ersten neu eingeführten Rituale gehen von den Mitarbeitern aus in der Mehrheit? Definitiv. Also die Vorschläge für Veränderungen kommen von den Mitarbeitenden und signalisieren auch Führung, wir wollen. Und der Maßstab, ob eine Veränderung auch sehr viel Energie hat, ist, wie schnell diese Culture Hacks auf die Straße kommen. Dann gibt es ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte. Und Führungskräfte sind ja dann oft auch ein Hemmnis. Wie nehmt ihr die mit? Ja, Führungskräfte geben diesen Prozess ja in Auftrag. Und häufig müssen sich Führungskräfte synchronisieren, das passiert. Und wenn dieser Impuls, also der auslösende Impuls in die Organisation reingegangen ist, ist es in der Regel so, dass der nächste Schritt ohne Diskussion weitergegangen wird, was nicht heißt, dass jeder angefangene Prozess ein Erfolg ist, aber Veränderungen passieren so oder so, also die Erfolge sind auf dem Weg auch schon da und am Ende ist es so, dass man mal anfangen muss, denn Veränderung in kultureller Art ist nie zu Ende. Das ist sowieso kein Projekt, sondern tatsächlich ein Prozess. Ja, du hast gerade gesagt, dass man mal anfangen muss. Wir nehmen diesen Satz als Ende für unseren Einstieg in das Thema Unternehmenskultur verändern, Kulturarchitekt. Vielen Dank, Christopher Wenzek. Sehr gerne. Gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.